Herzlich willkommen zur Sondersendung Buga anpaddeln. Sie sehen heute den Weltrekord von 42 gleichzeitig startenden Drachenbooten. Also 12 Uhr. Das ist eine Jury, die setzt sich, wie gesagt, auch den Stadtpräsidenten zusammen, Rotschulin und einigen anderen Personen, die sich wichtig nehmen. 12.45 Uhr werden wir dann die Boote zu Wasser lassen, einsteigen. Und um 13 Uhr hatten sie vor, den Start zu vollziehen. Den Versuch Weltrekord. Das Kommando wird dann sein, es wird von 20 bis 1 runtergezählt. Und dann kommt von dem Bootskorso, die da draußen liegen als Begleitboote, eine Hupe oder ein Hubsignal. Und das ist dann der Start. Und dann nochmal für alle, es wird kein Gas gegeben. Es wird ein ganz lockerer, normaler Start. Es ist nicht, dass der eine oder andere nach vorne prescht, sondern ganz normal wird gestartet. Also nicht wie im scharfen Rennen. Ja? Also hatte ich gesagt, Bodo, der Drachenbootschwanz muss abgenommen werden. Warum, sage ich auch noch was dazu. Gut. Wie gesagt, das Boot ist geschmückt. Ich möchte mich nochmal wirklich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich daran beteiligt haben. Es ist wirklich super geworden. Besonders unsere Simona, ne? Sabrina! Aber das kriege ich noch hin, versprochen. Ich finde ihr hervorragend. Das Plakat ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und wir hoffen, dass wir da. Doch mal. 22 Euro sollten wir kriegen. Oder der Sponsor. Haben Sie denn noch 25? Der hat nur 20.
Die Juroren vorstellen, die die Bewertung vornehmen, die Bewertungskriterien ganz einfach. Es gibt eine Note für das Boot und eine Note für das Team und daraus wird eine Quersumme gebildet und die gibt dann den Ausschlag. Sollten mehrere Teams auf den vorderen Plätzen die gleiche Note haben, wird es ein Stechen geben. So, ich gehe mal kurz zu den Juroren, die ganz kurz vorstellen. Das ist einmal die Frau Wetterschlitz vom Schweriner Schlosscafé, die hier auch als Sponsor tätig ist. Ja, Frau Messerschmidt, was hat Sie vor, hierher zu kommen? Begrüßen. Hallo, im Namen vom Restaurant Lee, ich kann mich dem von den Gedanken von Frau Wetterschmidt einfach nur anschließen. Und dann haben wir noch den Johannes Hanski. Ja, auch von mir einen herzlichen Gruß an alle Teilnehmer. Ich finde, es ist ganz große Klasse, vor allem auch erstmal ein ganz großes Dankeschön an das Drachenboot-Team, die diese ganze Veranstaltung organisiert haben. Ich habe das, weil ich da befreundet bin, über die letzten Monate mitbekommen, was so dahinter steht in der Organisation. Also